Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus Stappenbach in Oberfranken. Wir haben, ihr seht das im Hintergrund, wir haben das gebrauchte Gülle fast noch von dem Nachbarn abgeholt, was ich sagte. Und schauen wir doch mal, wie sich das verhält. Denn ich habe jetzt mal den ganzen Mist ausgebracht, den ich am Kuhhof hatte. Und wenn ich es jetzt richtig weiß, habe ich noch nicht mal die Hälfte oder gerade so die Hälfte des Feldes der Wiese geschafft. Da war der Mist alle. Ist natürlich jetzt ein bisschen schlecht, wenn man noch mehr Wiesen hat. Gut, wir haben noch Mineraldünger. So dramatisch ist das jetzt nicht. Aber ist schon heftig, was der hier durchgehauen hat. Wobei ich mich mal reingelesen habe, so unrealistisch ist die Menge gar nicht, die er da rausgehauen hat. Kann auch sein, dass das vielleicht nur irgendwie für mich ungewohnt ist, im LS einen Mod zu haben, der relativ realistisch arbeitet. Das kann natürlich auch sein. Da bin ich nicht ausgeschlossen, ne? So. Nun wollen wir das gute Stück mal mit Gülle befüllen hier. Moment, bleib stehen. Ja. Das lübt. Na, das ist hier der Have 100. Ist doch Have 100, glaube ich, ne? Wie gesagt, es ist unser Fass nur als Streuer oder Düngerausbringer und nicht als Wasserfass. Unschwer auch zu erkennen. Also wir können das tatsächlich sehr gut unterscheiden, ne? Da ist sehr professionell Wasser drauf gepinselt worden. Und das Ganze ist auch ein bisschen sauberer, ne? Das hier ist schon so ein bisschen, wurde wohl öfter mal von oben befüllt. Also jetzt ja auch, aber den Schlauch habt ihr ja nicht gesehen, ne? Von da, ich weiß gar nicht, kann man die, ne. Ne, die Luke lässt er nicht öffnen, oder? Ne. So, wir haben noch 36.000, wir hatten 46.000 Gülle, okay. Was hat er eigentlich für eine Arbeitsbreite? Gülle, was? Da. 10 Meter. Alles hat 10 Meter. Okay, kann man sich gleich merken. Fahren wir mal zu. Zu welcher Wiese fahren wir denn? Oh, da steht immer noch der. Da steht noch der kleine Ursus. Stimmt, da hatte ich ja nur die Anhänger geparkt. Aber zum Glück ist ja gutes Wetter. Und wir müssen sowieso aufräumen dann, bevor wir Feierabend machen. Von daher ist das gar nicht so dramatisch, dass er hier rumsteht. Ist ja auch erst 15 Uhr. Mensch, wolkenloser Himmel, ihr seht das ja. Also von daher, egal. Achso, wir hätten auf... Egal, fahren wir weiter. Wir nehmen erstmal die hintere Wiese. Arbeiten wir uns von hinten nach vorne. Weil hier haben wir auch eine Wiese, aber hier kommen wir von der Seite nicht rein. Wieder das GPS dazu. Bleib stehen. 11 Ja, will er 11 wegen dem Versatz, weil der Anhänger schief steht. Das wollen wir aber nicht. 10. Ey, bleib stehen. Hallo? Bisschen vom Rand weg. So dürfte es eigentlich die Wiese überpassen. Ja, so passt das. Wollen wir mal gucken, was unser neues Fass so zu leisten vermag. Ja, eben hier. Okay. Mal den Rückwärtsgang rein und nochmal ein Stückchen. So, das dürfte eigentlich passen, ne? Mal gucken. Ja, das passt. Nicht zu nah, wir haben ja dann Gewässer. So, schön die Gülle hier raus. Auch die Wiese. Lecker, lecker. Freuen sich die Nachbarn. Der Wind kommt rein zufällig hier aus Osten. Ne, nicht aus Osten. Was ist denn das da? Moment, wenn wir jetzt nach Osten fahren, dann ist Norden. Nordwind. Da freuen sich die Nachbarn. Ziehen nämlich alle schön nach Stappenbach rüber.
so Gülle am späten Nachmittag. Ist bestimmt super. Vor allen Dingen so in der Stunde ist dann Kaffeezeit. Bis dahin hat sich dann der Geruch so nach Stadtenbach ausgebreitet. Die freuen sich. Die freuen sich. Ich mich auch. Aber das habe ich... Also, an alle reellen Landwirte, fühlt euch jetzt nicht auf den Schlips getreten. Das meine ich nicht böse. Aber im Sommer ist das tatsächlich gefühlt so, dass die Gülle immer dann ausgebracht wird, wenn irgendwie schönes Wetter ist und die Leute Kaffee trinken wollen. Draußen. Ich meine, ich wohne ja auch ziemlich nah an der Stadtgrenze. Und da habe ich das auch immer. Mich stört das überhaupt nicht. Ich fahre auch im Sommer oder wenn Güllezeit ist, gerne auf die Felder raus. Also ich habe damit überhaupt keine Probleme. Aber ich merke das dann auch immer. Dann sitzt immer draußen bei uns im Garten so. Oh, ja, schöne Landluft. Vor allen Dingen, bei uns sind die, oder von mir aus gesehen, sind die ganzen Wiesen und Felder und alles im Süden. Das heißt, wir haben ja auch meistens Südwind. Also selten, dass der Wind tatsächlich direkt aus Norden kommt. Wir haben meistens so Südwestwind. Und da ist das super. Das kommt immer direkt zu uns. Wie gesagt, mich persönlich stört das überhaupt nicht. Ich finde das auch mal cool, wenn man im Sommer übers Land fährt und die Landluft kommt. Als ich mein Auto letztes Jahr neu gekauft habe, da sagte der Autohändler so, ja und hier die Taste, damit können Sie das Ganze dann umschalten, dass der quasi nur die Innenraumluft hat und nicht die Außenluft reinzieht. Naja, also die Lüftungsklappen schließen, gerade wenn Sie so über Land fahren. Und ich mir so gedacht habe, ja. Yeah. Aber die Landluft will ich ja haben. Warum sollte ich dazu machen? Da wird die Nase frei. Das ist das Geilste, was es gibt. Ah, ist halt so. Es gibt ja Leute, die können das überhaupt nicht ab. Ich kenne auch so ein paar. Dann so, das stinkt, mir das Fenster zu. Nein. Mach das Fenster extra nochmal runter. Nee. Also ich bin jetzt nicht so einer, der dann die Leute damit ärgert. Ne? Also davon mal ganz abgesehen. Achso, apropos, wenn ihr das Ballenlager und das Wolllager benutzt, da gab es gestern ein Update, auch auf dem Modhub, also müsst ihr einfach nur auf dem Modhub aktualisieren. Da ist jetzt Licht mit reingekommen, eine andere Bodenplatte bei dem Ballenlager und ein bisschen was geändert worden am Farming-Tablet-Update quasi. Ein paar Funktionen noch dazugekommen, müsst ihr mal reinschauen. Wer das benutzt, alternativ, entschuldigt bitte, Gottes Willen, alternativ gibt es da auch noch einen, wahrscheinlich auch einen Link bei der LS Mod Company, macht ja Sinn, ne? Ist ja deren Mod, also da einfach reingucken. Boah, das gerade tut mir echt leid, ich habe gerade vielleicht ein bisschen was gegessen, vielleicht ein bisschen was dabei getrunken, das tut mir leid, kommt nie wieder vor. Ich hoffe mal, das hört man nicht so. So, wo waren wir stehen geblieben? Sieht man die Gülle eigentlich auf der Wiese? Ich habe da gerade gar nicht drauf geachtet. Lass uns da nochmal gucken. Dann, eine andere Sache. Ich lese ab und zu mal in den Kommentaren. Kannst du nicht mal eine Hoftour machen? Kannst du nicht mal zeigen, was du auf dem Hof alles stehen hast? Muss ich ganz ehrlich gestehen, könnte ich, gar keine Frage, aber möchte ich nicht. Weil, bevor ihr jetzt sagt, nein, ich habe da nichts Privates drin und ich habe da auch nichts, was ihr nicht sehen könnt, dürft auf dem Hof, aber zum Beispiel die beiden Deutz gehören mir nicht, das wisst ihr. Die sind vom Museum, die sind ausgeliehen. Dann sind ein paar Traktoren, die uns gehören, noch nicht wieder zurück aus der Verleihung. Sowas wie der Königstiger, sowas wie der Fiat. Die sind alle noch nicht wieder zurück. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt eine Hoftour zu machen. Und ob ich eine machen will, sei erstmal dahingestellt, ne? Das nur mal am Rande zur Hoftour. Soll das hier die Gülle sein? Ja, steht da voll drin. Ha,
Okay, ja, nice. Sieht man also, okay. Bei näherer Betrachtung. Müsste dann eigentlich... Ja, hier. Könnt ihr sehen? Sieht man natürlich auf Feldern besser als auf der Wiese. Siehst du, spritzen müssen wir auch noch. Das ist das, was als nächstes noch ansteht. Unsere Felder müssen ja noch gespritzt werden. Oh, naja, ganz kurz auf der Außenansicht. Ich muss mal eben kurz gucken. Da waren wir. Da waren wir. Da waren wir. Das heißt, wir fahren... Genau, wir fahren hier rauf. Hier müsste es eigentlich weitergehen. Ja, hier geht's weiter. Kann man immer ganz gut sehen mit den Fahrspuren. Wir haben jetzt den zweiten, das heißt, wir haben jetzt 20.000 Liter raus. Haben wir noch 26.000 Liter. Kriegen wir auch nicht alles gedüngt. Wir haben hier hinten noch die eine Wiese, wir haben die 39 noch, wir haben hier vorne die anderen beiden, wir haben die auf der anderen Seite. Nee, können wir vergessen. Aber gut, du, stört mich nicht. Das mache ich ja jetzt auch nur, weil ich das Zeug in meinem Tank drin habe und ich das irgendwie loswerden möchte, damit das nicht überhand nimmt. Ich möchte nicht das noch irgendwo in irgendein Becken lagern. Ja, die meisten von euch kennen ja die Misere, die es gibt, wenn man zu viel Gülle hat. Und von daher, das möchte ich umgehen, indem ich es halt einfach ausbringe und... Die Zeit lässt es zu, die Jahreszeit. Die Bodentemperatur lässt es zu, die Lufttemperatur lässt es zu. Der passt. So. Hopp. Fast den falschen Knopf gedrückt. Ich will immer zuerst GPS abschalten. Und dann erst das Fass. Das macht natürlich keinen Sinn. Sollte man erst das Fass abschalten und dann das GPS. Den Rand lasse ich jetzt extra. Also ich fahre jetzt nicht hinterher noch einmal außen rum. Ne, wie gesagt, ich habe hier Gewässer drumherum. Ich möchte das Wasser ein bisschen schützen. Es läuft durchs Feld. Also es soll ja zum Glück jetzt nicht regnen. Das heißt, die Gülle trocknet und fertig. Sickert ein bisschen leicht in den Boden, aber geht hier nicht in die Gewässer. Oh, jetzt haben wir natürlich... Nee. Da tanken wir nach. Da fahre ich jetzt nicht hier... Eine halbe Bahn noch und dann nachzutanken. Nee, nee. Da einer? Nö. Sieht gut aus. Da müssen wir nicht Vorfahrt gewähren. Ist immer schön, ne? Deswegen habe ich da mal... Haben wir früher mal die Bäume da weggenommen. Ja, damit HP das hier sehen kann. Also damit HP früher von der Wiese aus sehen konnte, ob da einer kommt, damit er nicht mit dem Traktor unnötig bremsen muss. Ne, wer bremst, verliert. Ihr wisst ja, ne? Wer später bremst, ist länger schnell. Immer dran denken. Dementsprechend kann man immer ganz gut rüber gucken, ob da gerade einer aus Stappenbach kommt. Wenn da einer kommt, dann bremst man halt runter, ne? Und ansonsten karrelt man durch. Mein Gott. Und wenn dann da doch einer kommen sollte, rein zufällig... Schade eigentlich, Hans, du warst zu schnell. Boah, das wäre jetzt perfekt gewesen, ne? Der hätte jetzt schön hinter mir sein können, so hups auf den Knopf gekommen, das tut mir leid. Schade eigentlich. Vielleicht ergibt sich die Chance nochmal. Und nein, das würde ich natürlich niemals machen. Ich doch nicht.
da. Zack. Ein weiter noch. Da hinten müssen wir dann auch gucken. Da werde ich wahrscheinlich die letzte Bahn, die gerade noch geht, ziehen. Und dann dieses Eck lasse ich aus. Ja, das lasse ich aus. Ah, um das Hofsilo müssen wir uns... Die Verdichtung, ja, da war was. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Oder, beziehungsweise ich mich drum kümmern. Ihr könnt ja nichts machen, ihr könnt ja immer nur zugucken, ne? Zu früh auf die Taste gekommen. Ich wollte... Ups. Hat keiner gesehen, dass das auf dem Weg ging. Nein, nein. Bin ich abgerutscht vom Ding? Nein. Es kommt, wenn man das Lenkrad so lässig festhält, ne? Und nur mit so mit dem Daumen auf die Taste drückt. Dann passiert sowas mal ganz schnell. Noch nicht. Jetzt. Ja, eine Bahn können wir noch und dann ist gut. Dann habe ich, glaube ich, genug Abstand. Ja. So Muppi da. Da dürfte auch genau reichen. Eigentlich. Hoffentlich. Höchstwahrscheinlich. Und wenn nicht, dann ist das auch so, ne? Nee, das wird reichen. Ja, das passt. Das ist perfekt. So lassen wir's. Siehst du, haben wir die Wiese auch erledigt. Und wir haben noch, wir haben jetzt 30.000 raus. Das reicht nicht, um noch auf eine Wiese zu fahren. Die Schweine haben wahrscheinlich noch nicht genug produziert. Ja, dann ist das so. Müssen wir noch den Rest Gülle hier aus unserem Fass wieder rauskriegen. Oder ich bring's auf die Wiese aus. Also die wir angefangen haben mit dem Mist. Obwohl, nee, komm. Nachher haben wir da irgendeinen Cocktail drauf gemischt. Ne? Dann kommt hier wieder oder Umweltamt oder sowas, dann kriegen wir wieder einen rein. Nee, lass mal lieber. In der heutigen Zeit wollen wir das nicht riskieren. So, liebe Lüt, das soll es für heute gewesen sein. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.